Stadt bekommt Finanzspritze. Cottbus erhält 7,87 Millionen Euro vom Land Brandenburg. Das Geld kommt aus dem Ausgleichsfonds für notleidende Kommunen. Damit kann die Stadt ein Defizit ausgleichen, das durch die Rückzahlung von Gewerbesteuereinnahmen an einen Energiekonzern entstanden war. Die Zuwendung ist nicht rückzahlbar, dafür aber an eine Bedingung gekoppelt. Cottbus soll ab 2017 die Grundsteuer B anheben. Brandenburger Straßen weiter saniert. Auch 2017 werden wieder viele Straßen Brandenburgs saniert und neu gestaltet. Das betrifft speziell Ortsdurchfahrten. Bis 2019 stehen rund 100 Millionen Euro dafür bereit. Durch die Bauarbeiten muss immer wieder mit Staus, Behinderungen, Umleitungen und Lärm gerechnet werden. Etwa alle 4 Jahre wird der Zustand der Brandenburger Straßen untersucht. Ausblick auf das Jahr 2017 im Dieselkraftwerk. Heute gab es im DKW das Jahrespressegespräch. Museumsdirektorin Ulrike Krämeyer hat zusammen mit ihrem Team die Ausstellungsvorhaben 2017 vorgestellt. Dazu gab sie einen Ausblick auf kommende Projekte und Kooperationen. Los geht das Jahr mit der Ausstellung Schlaglichter. Hier zeigen das DKW und das Museum Junge Kunst Frankfurt-Oder Sammlungsgeschichten, die als Prolog der für den Sommer geplanten Fusion beider Museen angelegt sind. Danach folgen unter anderem Ausstellungen der Malerin Ina Bierstedt und der Künstlerin Sabine Herrmann sowie des Malers Otto Dix oder auch des Grafikers Jakob Hinrichs.